Für mich war das halt so. Und dann bin ich halt so meinen Weg gegangen, habe eine Ausbildung gemacht, hatte ein Geschäft aufgemacht, es lief gut, mir hat das Leben Spaß gemacht. Und mit 33 auf einmal hatte ich einen Zeckenbiss, ich habe mein Geschäft verloren, ich musste mein Haus aufgeben, mein Auto verkaufen, alles aufgeben. Predige heute. Auf jeden Fall, ich habe auch mit sowas nie gerechnet oder so. Ich war nicht einmal gescheit versichert. Also auf jeden Fall, dann nach 2-3 Monaten, wo keine Besserung in Sicht war, musste ich mein Geschäft verkaufen und dann stand ich da auf einmal mit nichts, mit gar nichts. Und wenn es so lange dauert, am Anfang hat man noch gute Freunde, aber irgendwann haben die auch keine Geduld mehr, wissen nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen. Und dann war ich eigentlich ziemlich allein. Und das Auslöser war eigentlich ein Zeckenbiss. Und dann kam noch ein pfeiferisches Drüsenfieber und was weiß ich, schlechte Behandlung im Krankenhaus, alles Mögliche dazu, bis ich dann im Krankenhaus am Sterben lag. Ich habe alles probiert, von chinesischer Medizin zu Geistheilung und alles Mögliche. Aber nichts hat irgendwas geholfen. Und ich wollte aber eigentlich nicht sterben, weil ich hatte eine kleine Tochter, eine 6-jährige Tochter. Und dann kam das Mädchen und hat dann Moos mitgebracht, wie im Film, hat gedacht, vielleicht heilt das Moos mich. Und wenn dann so ein kleines Mädchen dasteht, und man die Mama ist, dann will man einfach leben. Und mit 33 will man auch nicht sterben. Ja, aber die Ärzte konnten nicht helfen. Und wie Gott es so will, ich hatte auch in meinem Geschäft Kunden, die waren Christen und ich weiß, dass die für mich gebetet haben. Auf jeden Fall kam dann im Krankenhaus kam eine Frau ins Krankenhaus und die lag im Bett und hat Bibel gelesen. Das hätte mir, ganz ehrlich, ich hätte niemals geglaubt, dass ich jemals Bibel lesen würde. Also. Und dann war es so, dann kam ein Mann, die Frau besuchen. Das war so in der Gemeinde, sagt man, so ein Ältester, also einer, der die Geistkraft kennt, der weiß, seinen Gott kennt. Und er kam, die Frau zu besuchen und sagt zu mir, darf ich für dich beten? Und dann sage ich, okay, weil ich hatte ja keine Hoffnung mehr. Und dann hat er für mich gebetet und nicht so irgendwo, wie ich es mir halt vorgestellt habe, nicht so, bitte lieber Gott, du kannst ja, wenn du möchtest oder so, sondern der legt mir die Hände auf und sagt im Namen von Jesus der hat ein anderes Gebet gebetet mit Vollmacht und auf einmal wusste ich, ich bin geheilt. Ich wusste, diesen Gott gibt's und er ist echt. Und es ist nicht langweilig. Und dann habe ich angefangen, mich auf die Suche zu machen nach diesem Gott. Und dann kam ich auf ein, bin ich eingeladen worden auf ein Konzert, auf ein christliches Konzert. Und ich dachte, naja, wahrscheinlich so langweilige Musik. Jetzt war das aber so mein Geschmack, so christlicher Reggae. Und ich dachte, wow, sowas machen die auch. Und dann habe ich gemerkt, es gibt Christen, die eben nicht langweilig sind. Dann, die haben gefeiert, die haben gelacht, die haben getanzt. Und das hätte ich mir ja nie vorgestellt. Ich hatte mein Schubladendenken, habe gedacht, die sind alle so. Und das stimmt gar nicht. Das erzähle ich euch einfach,
weil von da an fing eigentlich so eine Reise an. Ich habe dann, wie die Leute mir immer gesagt haben, du kannst Gott dein Leben geben. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich glaube, wenn es wirklich stimmt, dass dieser Gott Liebe ist, dass er allmächtig ist, dass er es gut meint mit mir, dann kann ich ihm ja mein Leben anvertrauen, weil er wird es gut machen. Und dann fing eine Reise an. Und es fing eigentlich an, so im Innersten, so eine innere Zufriedenheit. Und so ein, so wie man es vielleicht kennt von so einem Verliebtsein, wo innerlich dann so, man könnte hüpfen, weil man auf einmal so angekommen ist. Und dann lernt man immer mehr. Und was mein Thema dann war, das ist Heilung. Andere Leute haben dann erzählt, na ja, manchmal lässt Gott es zu. Andere sagen, jeder sagt irgendwas. Aber ich wollte es wissen. Ich wollte es wirklich wissen. Wisst ihr, man kann mir irgendwas erzählen. Aber ich wollte es nicht nur irgendwas erzählt bekommen. Ich wollte wissen, dass das wahr ist. Und dann habe ich angefangen, selber meine Bibel zu lesen. Und dann habe ich gelesen und dann habe ich auch gemerkt, das ist ja gar nicht langweilig. Das ist ja gar nicht langweilig, sondern das ist wie Perlen suchen, wie Schätze graben. Und dann hat man vielleicht wieder mal eine Sorge, Mensch, mein Kind oder so. Dann schlage ich auf und ich werde deine Kinder lehren. Wow. Und irgendwo entdeckt man immer mehr, dass Gott gut ist. Dass Gott uns oft lange Zeit nicht als gut verkauft wurde. Aber dass man ihn dann wirklich auch persönlich kennenlernen kann. So ein Gott zum Anfassen, so ein Gott, mit dem man reden kann. So ein Gott, der einem wirklich hilft, der nicht nur, ich habe immer am Anfang gesagt, naja, das ist ja wie Rezepte für jemanden, der Hunger hat. Wenn jemand Hunger hat, dann braucht er was zu essen. Amen. Und wenn wirklich Gott allmächtig ist, wenn ein Gott der Liebe ist, wenn er, wie es geschrieben steht, er die Kranken heilen kann, dann möchte ich auch, dass er es tut. Dann erwarte ich, dass er es tut. Weil ansonsten ist es ja ein Gott, der dann, wie er halt mal gelaunt ist, den heile ich und den nicht. Aber in der Bibel heißt, er heilte sie alle. Jetzt hätte ich schon fast gepredigt, gell? Aber das war jetzt mein Zeugnis. Und ich möchte noch mal kurz beten. Halleluja. Vater, und so danke ich dir. Ich danke dir jetzt für jeden Menschen, der heute hier ist. Ich danke dir, dass sie alle so kostbar sind, dass du jeden Einzelnen liebst, dass du für jeden Einzelnen deinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir, dass sie voller Hoffnung gekommen sind, von dir zu hören. Und ich danke dir, Vater, dass ich jetzt dein Sprachrohr bin, dass du dein Wort, wie du es gesagt hast, mit Kraft, mit heilender Kraft bestätigst, mit Wundern, wo Wunder nötig sind. Ich glaube das und andere glauben es auch. Und so beten wir, dass du heute, wie damals, die Leute heilst. Halleluja, mit deiner wunderwirkenden Kraft. In Jesu Namen bete ich das. Amen. Halleluja. Ja, ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Wer will, kann auch mitlesen. Und zwar im Lukas. Braucht jemand eine Bibel? Möchte jemand eine Bibel zum Mitlesen? Wenn jemand eine will, der hebt kurz die Hand. Genau. Kommt was. Wer eine Bibel möchte, wir haben ein kleines Neues Testament. Der Ordner teilt welche aus. Könnt ihr geschenkt haben. Okay. Okay, dann gehen wir zum Lukas. Lukas 19.
Vers 1, da heißt es, und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, also Jesus, und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wie er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab, nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um eine Herberge zu nehmen. Das gefällt mir an Jesus. Jesus war immer anders. Das war nicht so eben so ein religiöser Vogel, sondern er hat immer irgendwo die Leute überrascht. Er hat mit Zöllnern, mit Säufern, mit Huren, mit all den, nur mit den Pharisäern, da war er, mit den Religiösen, da war er ein bisschen streng manchmal. Aber zu ihm konnten einfach alle kommen, die Kinder konnten zu ihm kommen. Und naja, auf jeden Fall, und der Zachäus, der wollte ihn unbedingt sehen. Und dann ist er nicht durchgekommen, aber dann ist er auf den Baum geklettert und nahm ihn auf mit Freuden, heißt's. Und die anderen dann wieder da rumgemault. Ich lese mal weiter. Zachäus aber trat hin und sprach zu ihm, zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Wenn du Jesus begegnest, dann willst du einfach nur noch ein guter Mensch sein. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Also Jesus hat gesagt, diesen Mann ist Heil erfahren, weil er ein Sohn Abrahams ist. Und dann sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Halleluja. Was bin ich froh? Ich war dann auch so verloren damals, immer auf der Suche nach dem Guten und immer irgendwo nie angekommen. Aber Jesus kümmert sich um die verloren sind, um die Armen, um die Hungrigen. Und egal, wo man herkommt, ob man jetzt eine Hure war oder ein Trinker oder ein Mörder, alle nimmt er auf. Und dann möchte ich noch eine Geschichte vorlesen, die ist im Lukas auch, im Lukas 13. Und da im Vers 10 heißt es, er lehrte, also Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat, und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu den Volksmengen, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Wow, ist krass, oder? Das war wieder so ein Religiöser. Und wenn du einmal schwer krank bist,
dann bist du um jeden Tag dankbar, wo du frei bist von Schmerzen. Und wenn du in der Liebe bist, wenn du wirklich jemanden liebst, dann möchtest du, weiß nicht, sind hier Eltern? Ich bin eine Mutter. Ich möchte auf jeden Fall, dass mein Kind gesund ist. Und nicht warten an einem Ruhetag zu sagen, ach, heute bleibst du krank im Bett. Da sieht man mal, wie blöd ein Religion machen kann, oder? Aber Jesus, dem war das wurscht, ob das jetzt Sabbat ist, ob das in der Synagoge ist, sondern da war jemand, der Hilfe brauchte und den hat er geheilt. Amen. Vor allem die Frau hatte 18 Jahre lang und anstatt sich zu freuen, wow, die Frau, da gab es keine Chance, die ist jetzt gesund. Wahrscheinlich ist die ja auch umeinander gesprungen und hat gejubelt. Wenn du 18 Jahre krank warst und gekrümmt dann so laufen musst und dann regt sich jemand auf, weil das ein Ruhetag heute ist. Oh. Gott hab Erbarmen. Und es gefällt mir auch, deswegen mag ich Jesus auch so gern. Dann sagt er, der Herr nun antwortete ihm und sprach, du Heuchler, du Heuchler. Jesus nahm sich auch kein Blatt vor den Mund. Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihm zur Tränke? Diese aber, und jetzt pass auf, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung frei werden am Sabbat? Und als er das sagte, wurden alle seine Gegner beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschehen. Halleluja. Das sind zwei wichtige Sachen, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Da ist einmal drin, wo Jesus immer wieder sagt, vorher ein Sohn Abrahams oder eine Tochter Abrahams. Da gehen wir gleich noch rein, was es bedeutet, ein Sohn oder eine Tochter Abrahams zu sein. Und das andere, wo er sagt, dass diese Tochter Abrahams von Satan gebunden war. Gott ist nicht der Schöpfer von Krankheit. Amen. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Und ich gehe mal ganz zurück in der Entstehungsgeschichte. Da pflanzte Gott einen Ort, Erde, einen Garten, Eden. Da war Adam, da war Eva. Und die waren ja in Verbindung mit Gott. Denen ging es einfach nur gut. Die kannten nichts Schlechtes. Und da war ein Baum, von dem sie nicht essen sollten. Haben sie aber gemacht. Und das gab, und das haben sie gemacht, weil der Satan, der Teufel auch, sie verführt hat. Er hat sie ihnen was vorgegaukelt, hat gesagt, wenn ihr das macht, und das ist, ne, Satan wird nicht nur Satan genannt, sondern auch der Verführer, der Lügner, der Mörder, der kommt, um zu stehlen, zu morden, zu killen. Das ist der Teufel. Und er hat es geschafft, Adam und Eva zu belügen. Und dann ging es los. Dann kam auf die Erde Krankheit, Armut, Tod und Teufel. Aber Gott mit seiner Liebe, viele sagen dann, ja, wenn es Gott gibt, warum lässt er das nicht denn zu? Habe ich mich auch mal gefragt. Warum erlaubt er das denn, wenn er so groß ist, wenn er so mächtig ist? Warum erlaubt er das denn?
Weil er hat sein Wort gegeben. Er hat Adam sein Wort gegeben. Er hat Adam gesagt, Adam und Eva, ihr herrscht auf der Erde und ich herrsche im Himmel. Die Erde hat er den Menschen gegeben. Adam und Eva haben die Herrschaft abgegeben an Satan und deswegen geht's hier so ab in der Welt. Es ist nie Gott. Niemals Gott, der ein Kind umbringt, der jemanden, es heißt in der Bibel, wir sollen ein langes Leben haben. Ich will sie sättigen mit langen Leben. Psalm 91, in Jesaja steht zum Beispiel drin, er wird unsere Tage verlängern. Also ein langes, erfülltes, gesundes Leben sollen wir haben. Das ist quasi so ein bisschen, das heißt ja auch Neues Testament, ich lese euch euer Erbe vor. Das, was Gott gesagt hat, er möchte, dass wir ein langes Leben haben. Und ich meine, ich war früher auch so, naja, ne, so, wenn es einem gut geht. Aber irgendwann kommt jeder an den Punkt, wo er nach Gott fragt. Jeder, irgendwann braucht jeder Gott. Und wenn es dann für dich selber nicht brauchst, dann brauchst du dann irgendwann für dein Kind oder für deine Großmutter oder was auch immer. Und ich kam an den Punkt. Und manchmal bete ich und hoffe ich, dass Menschen, bevor sie so geht wie mir, dass sie, wenn es ihnen gut geht, Gott kennenlernen. So, jetzt waren wir mal kurz bei Adam und Eva. Aber ich wollte euch einfach zeigen, auch warum vieles passiert, warum es passiert. Und dann hat aber Gott nicht gesagt, naja, jetzt warten wir halt mal, sondern er brauchte einen Menschen auf der Erde, um handeln zu können. Er hat dann angefangen und er hat einen gefunden, er hat Abraham gefunden. Er hat Abraham, wo es dann ja heißt, eine Tochter, ein Sohn Abrahams, er hat gesagt, und Abraham hat gesagt, okay, ich lasse mich auf dich ein. Ich gehe einen Bund mit dir ein. Machen wir ja auch manchmal, wir heiraten, nicht manchmal, wenn jemand heiratet, dann gehen wir einen Bund miteinander ein. Das heißt, wir machen ein Bündnis. Kennt ihr ja die Ringe auch, ne? So aus zwei wird auf einmal eins. Und Gott, mit Gott hat Abraham einen Bund geschlossen. Er hat gesagt, okay, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Ich mach dich total reich, dass du anderen helfen kannst. Und er brauchte Abraham, um das Jesus-Kommen vorzubereiten. Dann sagt er zu Abraham, so, und jetzt tust du deinen Sohn opfern. Und Abraham hat Gott so sehr vertraut, dass er das gemacht hätte. Und als er kurz davor am Berg war, sein Sohn sagt dann, wo ist denn das Opfer? Und der Vater sagt dann, du bist das Opfer, dann wird er festgebunden, klingt grausam. Aber da war ja ein Mann, der Gott vertraut hat. Und dann wollten sie den Sohn, hat er das Messer schon gehabt? Und dann sagt Gott, stopp, stopp. Das war aber die prophetische Handlung, dass Jesus geopfert worden konnte. Dass Jesus einen Fuß auf legale Art auf die Erde bekommt. Und dann kam Jesus. Wir glauben, wir Christen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist kein Prophet oder irgendwas. Er war Prophet. Er konnte prophetisch dienen. Aber er war der Sohn Gottes. Sohn Gottes kam dann quasi verkleidet als Mensch. Er wurde Mensch. Er ist geboren wie ein Baby. Er ist aufgewachsen. Er hat eine Ausbildung gemacht. Die Bibel sagt, er wurde in allem so versucht wie wir, damit er uns helfen kann. So, dann war Jesus auf der Erde und dann ist er umhergezogen, ist seinen Dienst angetreten und dann heißt, er zog umher und er lehrte und er predigte
vom Reich Gottes. Er predigte quasi, dass Gott im Menschen lebt. Dass Gott durch den Heiligen Geist wieder in den Menschen reinkommt. Das ist das Reich Gottes. Viele haben dann gesagt, ja, wo ist denn das Reich? Ist es hier oder da oder dort? Dann sagt er, nein, das Reich Gottes ist in euch. Da ist das Reich Gottes. Und er predigte und lehrte das. Und wir machen das Gleiche heute. Wir lehren euch jetzt, weil die Bibel sagt, Glaube kommt vom Hören. Ist ja klar, du kannst ja nicht irgendwas glauben, was du nicht weißt. Na, wenn du mir eine Geschichte erzählst, dann kann ich sie glauben oder nicht. Und das ist, was Gott sagt, wir können uns entscheiden, wir können das glauben oder sagen, naja, die spinnen ja wohl oder so. Aber wir haben die Chance und wir haben den Willen, wir dürfen uns entscheiden zu glauben. Und das ist es eben. Gott wollte nicht irgendwo in einem Tempel wohnen oder damals in der Box, sondern Gott möchte in einem Körper wohnen. Und deswegen trauen wir uns zu sagen, dass Gottes Kraft aus uns rausfließt. Wir sind quasi, ja, halt sein Werkzeug. Wir sind auch sein Mund. Gott kann nicht reden irgendwo. Er hat geredet, aber er redet jetzt durch uns. Und das hat Jesus dann gemacht. Er ging umher, er verkündete, er predigte und dann legte er ihnen die Hände auf. Manche sind schon während des Redens geheilt worden und dann... Und es heißt, dass viele geheilt wurden oder alle geheilt wurden. In seiner Heimatstadt, da wo er geboren ist, da konnte er nicht viel tun, weil da haben sie nicht an ihn geglaubt. Dann haben sie gesagt, naja, das ist doch der Zimmermannssohn, der Schreiner. Na, das ist doch die Raffaela, die Friseuse. Und aber die Bibel sagt, wenn wir das glauben, wenn wir an ihm glauben, wenn wir erkennen, hey, mein Leben habe ich vielleicht vermurkst oder auch erkennen, ich krieg's nicht auf die Reihe und spätestens merkst du irgendwann, dass du nicht einmal eine Fliege heilen kannst, dass man Gott braucht. Und dann können wir uns entscheiden, uns unser Leben ihm anzuvertrauen und sagen, ja, ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus lebt, dass es ihm gibt. Und dass er nicht der Schöpfer ist von Krankheit. Und ich sage jetzt auch nicht, dass du dämonisch besetzt bist oder so, aber diese Frau wurde vom Teufel gebunden. Und es ist eine Gebundenheit. Ich hätte es nie gedacht. Ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal so krank werde. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie mal vielleicht früher sterben würde oder so. Denkt mir ja nicht dran, wenn man 33 ist. Und dann... Nachdem Jesus allen gezeigt hat, wie Gott ist, dass er wirklich gut ist, dass jeder zu ihm kommen kann, dass jeder hat sich wohlgefühlt bei ihm. Die Hure, die kam, die hat sich zu ihren Füßen gelegt und er hat sie nicht fortgeschickt. Jeder konnte zu ihm kommen. Und nicht so, oh, ich bin so ein religiöser Fuzzi und du, sondern er hatte Mitleid, er war innerlich bewegt, heißt es. Es bewegte ihn. Geht dir das auch manchmal so, wenn du jemanden siehst, dass du bewegt wirst?
wenn es jemandem schlecht geht. Also mir ging das schon immer so. Ich konnte es nicht haben, wenn jemand krank ist. Ich konnte es nicht haben, wenn jemand leidet. Nicht einmal in der Pflege. Ja, wirklich. Und als Kind habe ich immer davon geträumt. Und jetzt weiß ich, dass das Friedensreich ist, wovon Jesus redet. Irgendwann wird das Schlechte auf der Erde ganz weg sein, wo du keine Angst mehr hast, wo du in den Wald spazieren gehen kannst ohne Angst, wo du deine Kinder rennen und laufen und spielen und nicht dauernd schauen musst, dass ihnen ja nichts passiert und beschützen und behüten musst. Ich habe immer daran geglaubt, aber irgendwann, wie du wegen auch älter geworden bist, habe ich gemerkt, muss mir ganz schön aufpassen. Und die Zeiten werden nicht besser da draußen. Amen. Aber wir erkennen immer mehr, dass wir einen Gott brauchen, dass wir einen Gott haben, der, wenn wir ihm vertrauen, heißt. Wenn wir ihm vertrauen, wie können wir ihm vertrauen? Wie kannst du jemandem vertrauen, wenn du ihn nicht kennst? Aber wenn du anfängst, sein Wort kennenzulernen, wenn du anfängst zu wissen, wow, das ist ja alles Mist, was man mir erzählt hat. Gott möchte ja, dass ich gesund bin. Amen. Gott möchte das ja. Manche haben dann mal probiert zu beten, dann hat es nicht funktioniert, dann haben sie eine Doktrin draus gemacht und sagen, naja, vielleicht ist es nicht Gottes Wille oder Gott lernt dir was durch Krankheit. Wisst ihr, wir lernen durch den Heiligen Geist und nicht durch Krankheit. Ich tue auch nicht meinem Kind so mal, naja, kriegst mal einen Kick, vielleicht lernst was, bleibst mal ein paar Tage im Bett. So lernt kein Kind was. Und schon gar nicht von einem Gott, der Liebe ist. Der sagt, ich bin Liebe. Und dann hat er es so gemacht, als er seinen Dienst erfüllt hatte hier auf Erden. Und es heißt, dass Jesus, der war so rein. Wahrscheinlich wie ein Kind einfach. Der kannte gar nichts Schlechtes. Der kannte das Schlechte gar nicht. Und dann ist er umhergegangen. Und dann kamen die Soldaten, haben ihn gefangen genommen und er hat es alles zugelassen. Der hätte ein Wort sprechen können und 1000 Engel wären gekommen und hätten ihn rausgerettet. Aber die Bibel sagt, er tat seinen Mund nicht auf. Und dann haben sie dann sein Kreuz tragen lassen. Durch die ganze Stadt, halb nackt, hat er das Kreuz geschleppt und läuft da mit dem Kreuz. Ein normaler Mensch wäre da wahrscheinlich schon irgendwann zusammengebrochen worden. Nebenbei wurde er schon mal geschlagen. Und dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Haben sie die Hände, heißt durchbohrt. Haben sie einen Nagel genommen. Wumm. Andere Hand. Und dann hing er da. Und das Blut läuft dann aus den Händen runter. Das Gleiche haben sie mit den Füßen gemacht. Da haben sie eine Dornenkrone aufgesetzt. Solche Dornen. Die Bibel sagt, er war so entstellt, dass man ihn gar nicht mehr anschauen konnte. Und dann haben diese römischen Soldaten, und wisst ihr, wer da Gefallen dran hatte? Der Teufel. Der hat gedacht, so, jetzt haben wir ihn. Dann haben die Peitschen, da waren Knochen und Krallen dran und alles. Und dann haben sie dann gepeitscht damit. 39 Mal, stimmt's? Und die Ärzte haben jetzt rausgefunden, dass es 39 Krankheitskategorien gibt. Er hat für jeden Schmerz bezahlt mit seinem Blut. Der hing so am Kreuz, der Film Passion, wenn den jemand kennt, ist nichts dagegen. Das Fleisch hing ihm raus, alles. Keiner konnte ihn mehr anschauen. Und er hing da. Gottes Sohn, der Allmächtige.
und tat seinen Mund nicht auf. Für dich und für mich. Amen. Und auf einmal hat er ausgeatmet, sein Geist ging aus ihm heraus und er sagt seine letzten Worte: It's finished. Es ist vollbracht. Warum hat er das gesagt? Warum hat er gesagt, es ist vollbracht? Weil er alle Strafe, die wir verdient hätten. Ich habe mir einmal gedacht, warum habe ich eine Strafe verdient? Adam hat uns die Suppe eingelöffelt und wir sind so geboren worden. Das ist einfach jeder Mensch, die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Sünder. Du kannst gar nichts dafür. Und die Bibel sagt, es waren alle Lügner, Mörder, Kinderschänder oder was auch immer, in welche Kategorie du reinpasst. Aber keiner hat was getaugt. Alle miteinander. Ist doch schön, fangen wir wieder alle auf der gleichen Stelle an, oder? Keiner besser. Keiner. Und für dich und für mich ist er da gestorben. Und der Jesaja-Brief sagt, er nahm die Krankheit auf sich, er nahm die Schmerzen auf sich, damit wir Frieden hätten. Damit wir Frieden. Frieden ist ein Zustand, also in der Bibelsprache Shalom, das, wo wir nichts mehr brauchen, damit unser Körper in Frieden ist. Wow. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Das ist nicht nur so ein bisschen, naja, wenn du es glaubst, ne, irgendwie, und das, naja, das tröstet einen schon in so schweren Zeiten, gell? Christsein ist richtig, richtig cool. Und Christsein, Paulus sagt, es sind nicht nur mit leeren Worten oder irgendwelchen Versprechungen, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Wenn wir keine Kraft erleben, dann ist es genauso eine tote Religion. Und deswegen bin ich so mutig, weil Gott hat gesagt, predigt das Evangelium und ich heile die Kranken. Amen. Hä, wo ist er denn? Er ist gestorben. Er war 3 Tage in der Hölle und dann ist er wieder auferstanden, ist in den Himmel gefahren. Als Mensch sitzt er da und hat seinen Geist an Pfingsten ausgesendet. Und als ich im Geist getauft wurde, war ich auf einmal mit Kraft erfüllt. Das ist Christsein. Kraft. Und dann, das schauen wir uns mal an in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 10. Im Vers 36 heißt, das Wort, das er den Kindern Israels gesandt, indem er Frieden verkünden ließ, durch Jesus Christus, welcher der Herr über alle ist. Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und Galiläa anfing nach der Taufe des Johannes. 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft, sag mal Kraft, gesalbt hat und wie dieser umherging und Gutes tat, sag mal Gutes tat, und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott
war mit ihm. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Wow. Halleluja. Haben wir es wieder. Krankheit kommt vom Teufel und nicht von Gott. Halleluja. Und im Lukas, da gehen wir jetzt nochmal hin. Lukas 10. Lukas 10, im Vers 17, da kommen die Jünger zurück, kehrten mit Freuden zurück und sagten: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinen Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Der ist rausgeschmissen worden aus dem Himmel. 19, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Schlangen und Skorpione sind Dämonen und Teufel. Also er sagt zu uns: Ich gebe euch Vollmacht. Ich gebe euch die volle Macht, in meinem Namen auf Schlangen und Skorpione zu treten. Warum zu treten? Kaputt zu treten. Und über alle Gewalt des Feindes. Wow. Könnte man auch jetzt heute sagen, ist ein Heilungsgottesdienst. Und über alle Krankheit. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das glaube ich. Ich glaube das. Weil ich glaube, dass Gott es geschrieben hat. Und wisst ihr, ich kann nicht heilen. Der Marc, der Pastor kann nicht heilen. Der Martin kann es nicht. Keiner kann das. Aber wir haben diesen Auftrag ernst genommen. Wir glauben, und die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus Christus, haben wir vorhin gehört, ist damals umhergezogen. Er hat die Kranken geheilt. Er hat Tote aufgeweckt. Er hat einen am See geheilt. Er hat alle aufgenommen, damals. Und heute heißt es in der Bibel, ist er immer noch derselbe. Er ist derselbe, er will heute noch die Kranken heilen. Er will heute noch befreien. Aber er macht es nicht mehr selber, sondern er hat uns auserwählt als Werkzeug. Und ich glaube es von ganzem Herzen. Ich glaube, das, was einfach, wie es geschrieben steht. Und ganz ehrlich, von meinem Verstand her, wenn ich versuche, das zu begreifen, ich kann es euch auch nicht erklären. Ich kann nicht erklären, wie auf einmal eine Jungfrau schwanger werden soll, ohne mit einem Mann was gehabt zu haben. Aber das ist ja Christsein. Wir glauben an Unmögliches. Und deswegen brauchen wir auch Gott, weil oft sind... Wie bei mir, ja, ich war ein Fall, der war unmöglich zu heilen. Alle Ärzte haben gesagt, können wir nichts mehr tun für dich. Es war unmöglich. Aber deswegen brauchen wir ja das Christsein, um Unmögliches möglich zu machen.
Und wenn er damals geheilt hat, dann tut er es heute. Und heute ist immer noch dieselbe Kraft wie damals da. Weil es heißt, Jesus war Mensch. Jesus kam hier nicht als Gott, sondern er kam hier als Mensch. Und Jesus musste wie du und ich gesalbt werden mit dem Heiligen Geist. Haben wir vorhin gelesen. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist, was der Rudolf zu Beginn gesagt hat. Dann kommt was wie Ströme in dich rein und dann kommt es wieder aus dich raus. Und dann sagt die Bibel auch, dass Heilung der Kinder Brot ist. Und ich möchte ganz zum Schluss noch eine Stelle vorlesen im Galaterbrief. Im Galaterbrief 3, da heißt es im Vers 6, oder fangen wir bei 5 an, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Tut er es durch Gesetz oder durch Glauben? Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Könnt ihr euch erinnern? Siehe, eine Tochter Abrahams, ein Sohn Abrahams. Und im Vers 14 heißt es, damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme in Christus Jesus durch Glauben. Und im Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Halleluja. Das ist das Neue Testament. Und Erben, das ist Krankheit, beinhaltet es. Aber nicht nur, dass wir gesund werden können, sondern das beinhaltet ewiges Leben. Unvorstellbar, ich weiß. Aber ich glaube es einfach. Es beinhaltet eine neue Natur. Es beinhaltet, eine Verbindung mit Gott zu haben. Gott als Vater zu haben. Nicht nur als irgendwo unpersönlichen Gott, so weit weg, sondern in einem drin. Und wenn ihr mir glaubt, was ich euch gerade alles erzählt habe, und ihn vielleicht eben, die Bibel sagt, jeder, der das glaubt, der wird errettet werden. So lade ich dich ein heute, Errettung zu erfahren, nicht nur Heilung zu bekommen, sondern Errettung zu bekommen, dass wir eben Abrahams Kinder werden. Indem wir, es heißt, wenn wir den Namen Jesus anrufen, dann werden wir gerettet werden. Und wenn wir das glauben, dass Jesus, Gottes Sohn, auf die Erde gekommen ist, gestorben ist, gekreuzigt wurde und wieder auferstanden. Glaubt ihr mit mir das? Ja. Ist hier jemand, der das glaubt, aber Jesus noch nicht das Gebet miteinander gesprochen hat? Möchte jemand Jesus in seinem Leben? Und er hat sich nicht geschämt, für dich ans Kreuz zu gehen. So macht alle eure Augen zu. Alle die Augen zu. Und wer das heute möchte, auch am Internet, der bekommt dieses Leben, dieses neue Leben. Und ich bitte dich einfach, kurz die Hand zu heben. Wer das möchte, wir schauen nicht umeinander, sondern wir schauen auf Gott. Halleluja. Ja, da sind welche.
Heute ist deine Chance. Das ist mehr wie ein Sechser im Lotto. Das ist wirklich der Hammer, der Oberhammer. Und du kannst nichts verlieren. Du kannst nur was dazu gewinnen. Du wirst hier nicht in eine Sekte eingebunden. Du musst nicht kommen. Du musst gar nichts irgendwo. Du kannst einfach nur heute Gott kennenlernen. Halleluja. Und ich bitte jetzt einfach auch die ganze Gemeinde oder wer möchte, der betet mit mir. Auch am Internet, betet mit mir. Ich habe heute das Evangelium gehört. Ich habe heute das Evangelium gehört. Und ich glaube an das Evangelium. Und ich glaube an das Evangelium. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Und ich lade dich ein, mein Herr zu sein. Und ich lade dich ein, mein Herr zu sein. Und ich empfange dich jetzt. Und ich empfange dich jetzt. Und Gott, ich darf dich jetzt mein Vater nennen. Ich darf dich jetzt mein Vater nennen. Vater, danke. Danke für dieses geniale, schöne, neue Leben. Danke für dieses geniale, schöne, neue Leben. In Jesu Namen. Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Ich möchte jetzt gern, dass wir die vordersten Reihen Platz machen. Wir wollen jetzt für die, die Gebet möchten, für Heilung nach vorne holen. Und okay, dass wir hier einen Platz machen. Und bevor wir beten, also keine Angst, ihr müsst jetzt für nichts zahlen oder so, aber ich möchte euch einfach einladen, wir sammeln immer ein Opfer ein, das hilft uns einfach die ganzen Unkosten zu tragen und so möchte ich euch